Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde South Park. Yes. So, unsere nächste Mission ist es, zu Medical Fried Chicken zu gehen. Ja, gehen wir mal hin, würde ich sagen. Der mit seinem Gebastel da, unglaublich. Ich hier irgendwas abstauben? Nee. Okay, gehen wir mal dahin. Ja. Welche Richtung? Ich würde mal sagen, wo ist das denn? Es leuchtet beides auf. Ich komme mich damit noch nicht aus. Benutzt die Gasse. Ja, ich würde mal sagen, dort hinten nach oben. Da ist das Lava. Irgendwelche komischen Leute. Oh, willst du ein Zettel? Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Foto! Kein Filter. Lol. Die Gasse also. Die Gasse. LOL! Uns anzugreifen war echt ein großer Fehler. Oh LOL, deswegen. Okay, Schnuckis, wollt ihr das Tagesmenü sehen? Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor. Hm. 34 oder beide. Ja, machen Meine wir die Nase einfach mal. Meine Leidenschaft ist die Chemie. Wusstet ihr das nicht? Autsch, du kleiner Shaker. Ich habe dir in dein Essen gespuckt. Oh nein. Geht bloß weg. Blöde Hat mir meine Mom beigebracht. Hat mir meine Mom beigebracht. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die Nu-Tights tragen müssen. Oh mein Gott. So, ihr seid nämlich dann direkt. Du bist dann auf jeden Fall schon mal weg. Das ist immer super, wenn die eine Troller weg ist. Oh mein Gott, das wird so ein Spaß. Oh mein Gott, geht alle weg. Sorry, Schätzchen. Was für Katzen, Alter. Alles okay bei dir, Schätzchen? Geh bloß weg. Ja, ihr seid perfekt in der Reihe. Ja. Ihr seid beide drin. So behandelt man noch keine Kellnerin. Ja, ja, Mund halten. Meine Bodylotion riecht nach Erdbeeren und du jetzt auch, Schnucki. Lol. Ich zeig euch mal, wie... So, jetzt bin ich wieder dran, Schnuckis. Was denn mit euch? Na, ich mach erstmal euch. Haha! Oh nein. Hab ich dir wehgetan, Schätzchen? Geh weg, Junge! Ich vermöbel dich wie meine Mama, meine Daddy. Ja! Alter, was? Was bist du drauf? Wieso kann sie da hin? Das ist unfair. Du hast morgen wahrscheinlich ein blaues Auge, aber mach einfach passenden Lidschatten auf das andere. Geschützt. Oh nein, geh bloß weg, Mädchen. Loser. Loser. Was darf's denn sein? Du nervst einfach. Oh mein Gott. Das Mädchen nervt ja gar nicht oder so. Ist irgendwas Böses, was ich machen kann?
Tja, ihr seid dann beide angeekelt. Jetzt geht's los, Leute. Oh mein Gott, ihr Süß, ihr seid voll ekelhaft. Du bist ekelhaft. Du bist trotzdem dran. Seit wann ist Raisins Girls verbrennen in? Haha, wer ist hier angewidert? Aber ich bin noch ein Raisins Girl! Lol. Was hat die denn jetzt gemacht? Hat die geschissen oder was? Lol. Sowas von Todmädchen! Mir geht's nicht so toll. Ach, dir geht's nicht so gut, schade. Geh bloß weg, ey. Das ist nicht okay. Ja, nerv mich nicht. You're dead, girl. Bam. Noch wer da fighten möchte? Du hast dich mit den falschen Bitches angelegt. Du denkst echt, du bist ein harter Hund. Zeit, dir jemanden vorzustellen. Sag hallo, Rebecca. Oh nein. Ich hau ich klein und stopf dich mir in den Arsch. Sag hallo, Rebecca. Oh nein. Ich stopf gleich jemand an einen dunklen, stinkenden Ort. Alter, ich sterbe deswegen. What the fuck? Du hast dich mit den Raisins angelegt. Schnappt sie euch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Mein Instagram-Foto vom Ballettkurs hat 1000 Dislikes bekommen. Ich werd voll getrollt. Oh mein Gott. Kann ich gehen? Was, du? Heather, warum hast du getweetet, dass ich mit Eric Cartman ausgehe? Hab ich nicht. Mann, jetzt werde ich auch noch voll getrollt. Lol. So eine Scheiße, meine ganzen Follower sind futsch. Ich muss sofort an den Computer. Oh so nein. Eine Scheiße. Hallo, Wunderarsch. Keine Sorge, ich kündige alle ihre Instagram-Freundschaften. Die sind wir erstmal los. Lol. Da kann man sich eine Menge Feinde machen. Die Instagram-Queen. Ich glaube, Mädchen sind keine guten Superhelden. Was meinst du? Glaubst du, dass Mädchen so gute Gamer sind wie ihr Jungs? Ja. Du hütest deine Geheimnisse, hä? Okay, hör zu. Du hast ein Riesenproblem. Was du gestern getan hast, hat Aufmerksamkeit erregt. Was? Bei fiesen Typen. Es gibt einen Gangsterboss, der hier in South Park das Sagen hat und der will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Deine Aktion gestern hat ihn aufgeschreckt. Ich checke ständig Instagram und Facebook und gleiche alles mit Tumblr ab. Und ich habe Twitter und LinkedIn im Auge. Wenn du Informationen brauchst, du weißt, auf wen du dich verlassen kannst. Call Girl. Das Call Girl. Lol, du hast gewonnen. Ja, okay. Ich wäre fast gestorben, aber gut. Juhu. Sehr gut, Leute, sehr gut. So, weiter geht's. The fuck, Alter. So, jetzt müssen wir Dadu. Ist der mal auf Klo? Nee. Bloß nicht hier, bloß nicht. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Lol. Pech für dich. Minderjährige dürfen da nicht rein. Okay. Aber du bist ja kein gewöhnlicher Minderjähriger. Genau. Lol. What the fuck? Nehmen. Käse, Schrimpbaton. Okay. Finde die Zutaten. Schaffe dir eine. Was? Okay. Dann müssen wir noch da hinten. Ja. Okay, ist verstanden. Okay, da kann man anscheinend nicht hin. Bi, 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 bi. Läuft, Leute. Das Callgirl hat uns geholfen. Ich finde euch schon noch. Eindringlinge kriegen auf die Fresse. Lol. Ich hoffe dich. Hey, wie soll man denn jetzt hier dran vorbeikommen? Du sitzt in der Falle, Julian. Hä? Okay.
Ja, dann gehen wir halt unten lang. Toll. Jetzt habe ich den ganzen weiten Weg nach da gemacht und muss wieder zurück. Spasten. Ich kann doch nur so dämlich sein. Nerv mich nicht. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Der furzende Selbstjustizler. Ich kann nicht mehr. Ja. So, ja, jetzt müssen wir einfach. Haben wir Spaß, Süßi? Komm, find's raus. Gott, Alter, was für eine Psycho. Geh bloß weg. Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir. Nerv mich nicht. Ja, zieh nur den Schwanz ein, Viertklässler. Deine Fresse. Kann er noch nur auf den Sack gehen? So. Ja, ich bin fast da, ne? Würde ich sagen. So, wo müssen wir jetzt hin? Ein weiter. Citybock. Müssen wir hier hin? Kauf super scharfe City Shrimps. Finde Sketchfest. Wachgereiften was? Warum habe ich bloß ja gesagt? Was? So. Oh, eine Zeichnung. Neue Ware, direkt aus Orient. Was hat er denn? Danke für Bestellung. Kaufen. Okay, jetzt haben wir super scharfe City Shrimps. Okay, und jetzt raus aus dem Restaurant. Käse. Okay. Okay. Bei dem hier? Nee, noch einmal weiter. Schön. Hier? Dein Kumpel Kyle hilft dir, hochgelegene Stellen wie ein Dach zu erreichen. Du musst ihn nur rufen. Ach, da oben sollen wir hin. Kyle? Lol, da oben sitzt doch jemand. Mist! Lass das! Du Ekel! Das warst du doch! Du Ekel! Jetzt müssen wir Kyle rufen, oder was? Oder wir gehen nach da oben. Gesperrt. Tschüss. Ach, wirklich? Dieser Selbstjustizler ist kein... Erinnerst du, als Superman noch nicht so deprimierend war? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du den Batman-Anzug mit Nippeln? Ich erinnere. Würde ich aber lieber vergessen. The fuck? Würde ich auch alles lieber gerne vergessen. Okay, jetzt müssen wir anscheinend Dings rufen. Was kann man denn hier eigentlich... Wenn du nach neuer Ware suchst, ist heute dein Glückstag. Die Gangster haben's verdient, wenn du mich fragst. Nö, nee, brauchen wir nichts von. Bleibt sauber, Kinder. Ja. Nicht jetzt, ich versuche gerade Bräute klar zu machen. Du versuchst Bräute klar zu machen? Mhm. Ja gut, dann müssen wir wohl, wie kann man denn Leute rufen? Gar nicht. Wahrscheinlich. Bei Kunstagram? Lol. Wow, ich habe 11.000 Follower, Alter. Der Kuhn. Kommt man hier irgendwie auf dich drauf? Crazy. Hey, ist das nicht... Nein. Was machst du? Verdammt, kannst du nicht einfach zu Hause Comics lesen wie ein normales Kind? Nein.
Okay, wir müssen da irgendwie... Ist es zu früh für einen Drink? Ist es das jemals? Haha, ich weiß was. Kann ich das nicht hiermit abschießen einfach? Ach da. Irgendwie in der Art, hallo. Hört es nicht irgendwann porös oder so? Hä? Ist das nicht crazy? Viel Spaß mit dem scheiß Karma. Lol, okay. Jetzt da hoch. Was ist, wenn wir einfach den Kiel runterschmeißen? Mit was denn? Ich verstehe so rein gar nichts, Leute. Spiel mit uns Großen! Piss dich. Was ist los? Hast du dich eingeschissen? Ich weiß es gerade nicht, Leute. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu dämlich. Aber eigentlich müssen wir das ja da oben schaffen. Weil das ist ja angeknackst. Und das andere auch. Ups. But I don't know. Kommt her, Mietzis. Hier, Mietz. Nö. Das war doch so klar, Leute. Ich hab's auch nicht verstanden. Wer will zuerst? Ich bin jetzt dran. Nö. Ist gar nicht dran, verkackt. Alter. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Kann ich mehrere Leute treffen? Cool. Bam. Danke, so muss ich ihm nicht selbst den Finger zeigen. Euch Platz zu machen fällt unter Antiaggressionstherapie. Ja. Oh,
Lass dich da von deinem Freund massieren. Zeig ihnen, was du drauf hast. Machen wir mal das. Woher hast du Laser? Ich will auch Laser. Du kriegst keinen Laser. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Scheiße gelaufen, Neuer. Diabetes ist kampfbereit. Okay. Machen wir einfach mal dich schon mal kalt, auch wenn es wahrscheinlich schachzugmäßig nicht so wirklich schau war. Mach die glatt! Platt, glatt, was auch immer. Platt, platt. Hallo. So. Omega, Crash, extra. Oh! Lass mir auch was übrig. Lol. Für okay. Vierklässler seid ihr echt sehr brocken. Voll machen! Oh nee, komm, geh weg, Junge. Geh weg! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Ha! Oh, du siehst ziemlich im Arsch aus. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Das könnte brennen. Ja, miau! Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ging mir zu weit am Marsch vorbei. Scheiße, Super Craig. Hab mal Respekt vor deinen Kollegen. Jetzt auf einmal? Ich verlasse mich auf dich. Wieso hat er so viel scheiß Leben, Alter? Wir machen dich mal erstmal down hier, mein Freund. Die haben überhaupt keine Chance. Juhu! Viertklässler versohlen. Geile Sache! Haha! Ha! Ohne zu zucken. Respekt. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Ach, ja. Komm, geh doch einfach weg, du Spaß. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Diabetes-Time. Ich doch gerne nach da. 52, 78. Ja! Dem Wichskopf hast du den Kopf weggewichst. Blöd, Mann. Ich bin dran. Hey, lol. Kann ich denen jetzt dann Schaden zufügen? Ja, machen wir einfach so. But how? Bin ich schon dran? Irgendwie sind alle im Weg. Was ist mit? Wenn du nicht weißt, was zu tun ist, mach einfach irgendwas platt. Ach, ich soll irgendwas platt machen. Na dann. Stehen aber alle super doof, Mann. So. Versuch's doch, Wigbert. Du hast eine Art, die richtig geil anzupissen. Lol. Ich kotze mich in meinen eigenen Brocken. Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Tja, jetzt kriegst du es richtig ab, mein Freund. Oh, erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Genau. Jetzt setzt's was. Hm.
Mach mal. Ich dann mal auf, wenn ich dran bin. Sehr gut, Wunderarsch. Das ist geil. Nächste Runde seid ihr fertig, Viertklässler. Halt deine Schnute, Junge. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Jupp. Ja, einfach nur blutet, ist ja unglaublich. Tod! Ja! Diabetes fordert wieder ein Opfer. Ha! Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Tja, du bist tot, Junge. Kaboom! Los geht's! Ja, wir wissen, dass du total schwul bist. Das wird wehtun. Du wirst gleich sterben. Ja, gute Aktion, Kuhn. Was sonst, Diabetes? So, und... jetzt. Erstmal das. Damit du ein bisschen Schutz hast, mein Freund. Los! Oh nein, er will. Just. Dein Zug gehört jetzt Kugel, Friends. Geil. Lol. Zwar. So. Das ist irgendwie das Einzige, was wir mit ihm machen können, habe ich das Gefühl. Naja, wenigstens etwas, ne? Ja, kämpf um dein Leben. Okay, los geht's. Das können wir auch irgendwie nicht machen. Dann wird der nur sauer. Minus 58. Ja, machen wir einfach das. Ja, das. Ah, fuck. Ich hab nicht dran gedacht. Du kannst gern was Cooles machen. Ja, dann fressen. Hallo? Ist doch scheiße, Leute. Wohl bekommst. Jetzt sind sie sauer. Was macht ihr jetzt, Schurken? So, was machst du jetzt? 58. 78. Ja, das wohl war. Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Ist das dein Ernst? Wir können ihn nicht killen? Ja, egal. Das gibt garantiert eine Narbe. Ich kann auch eh nichts. Lol. Bravo, gute Arbeit. Et cetera. Du hast gewonnen. Damit verabschiede ich mich für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, ciao!